Hallo, willkommen zu einer weiteren Folge von Gedankenschach, unserer Gesprächsreihe zur Kultur der Digitalität. Wir haben eine weitere Expertin, es ist Christiane Frohmann. Sie ist Autorin, wissenschaftliche und literarische Autorin, Referentin, Verlegerin, Kuratorin, Veranstalterin und sie lehrt und erforscht performative digitale Kulturen. Kuratiert sie, arbeitet in diesen Kulturen mit und jetzt möchten wir gerne dir das Wort geben, dass du dich noch selbst aus deiner Perspektive vielleicht kurz vorstellen kannst, wie man sich das vorstellen muss, performative digitale Kulturen, was du machst, was du, wie du da auch dazu gekommen bist vielleicht. Also zu den meisten Sachen bin ich gar nicht so entschlossen gekommen, sondern die sind um mich herum entstanden und ich habe sie angefangen mitzugestalten. Bei dieser recht umfangreichen Aufzählung dessen, was ich mache, kann man schon ein Kernphänomen, aber auch ein Kernproblem meiner Arbeit sehen, dass das sehr hybrid ist. Also dass man an unheimlich vielen Sachen partizipiert und nach außen hin manchmal so ein bisschen schwer konturierbar ist. Also so, das ist auch etwas, was mir befreundete Menschen sagen, dass das manchmal ganz schwierig ist, mitzukriegen, was ich jetzt schon wieder alles mache. Und das passt auch gut zu dem Thema performative Kulturen. Das sind eben nicht so die klassisch inhaltlich bestimmten, wo man sagen kann, Person X ist Expertin für das Thema, sondern es ist eben diese Mischung zwischen der theoretischen Ebene im praktischen Tun, was beim Verlegen ja auch ein großes Thema ist, und dann eben auch noch immer einen Fuß in der Wissenschaft zu haben. Wir haben jetzt ausgemacht, dass wir vor allem über End-Clickbait sprechen. Das ist ein wichtiges Thema, ein Hashtag, den du auch einsetzt und dazu geschrieben hast. Und ich habe dann einen Tweet rausgesucht, in dem du Chelsea Manning zitiert hast. Und da steht, Meinungsfreiheit bedeutet nicht jedem ein Mikrofon zu geben, der eine Meinung hat. Ist das das, worum es da geht bei End-Clickbait? Oder ist es nochmal was anderes, was da vorkommt, wie die Aufmerksamkeit im Netz verteilt wird? Also es ist ein Teil dessen, worum es da geht. Grundsätzlich ist zum Beispiel jetzt im Bereich der Buchbranche ist ja ein großes Thema, muss eine Buchhandlung beispielsweise Bücher von einem rechten Autor verkaufen. Und da kann ich immer als Indie-Verlegerin ein tolles Gegenargument bieten. Wenn wirklich alle Buchhandlungen verpflichtet wären, jedes Buch zu verkaufen, dann hätte ich überhaupt keine Fragen mehr, was meine wirtschaftliche Rentabilität angeht. Es ist keineswegs so. Das sind einfach Unternehmen, die können verkaufen, was sie wollen. Zensur, was ja immer gern das geschriene Wort in diesen Momenten ist, ist ja nur, wenn der Staat willkürlich entscheidet, was publiziert werden darf und was nicht. Aber niemand hat ein Recht darauf, gelesen zu werden, verkauft zu werden. Das ist wieder ein ganz anderes Thema. Und End-Clickbait bezieht sich einerseits darauf, dass man sich Meinungsfreiheit nicht falsch erklären lassen soll, wie es immer mehr versucht wird. Also, dass man quasi jedem zuhören muss, der öffentlich seine Stimme erhebt. Das ist einfach nicht so. Und gleichzeitig ist es ein Appell an die Leute, die mit einem in sozialen Netzwerken sind, sich nicht immer wieder hinreißen zu lassen, wenn der nächste rechte Dude wieder irgendwas Reißerisches gesagt hat, irgendeine Verschwörungsmythen wieder kursieren. Dass die Leute einfach mal merken, dass selbst wenn sie negativ, aufgeregt, entrüstet, kritisch über etwas berichten, sie das in diesem performativen Raum des Netzes einfach immer weiter stärken. Und dass diese Themen so derart in den Vordergrund gerückt sind. Man weiß ja, dass das zahlenmäßig gar nicht so viele Leute betrifft, die solche Sachen produzieren und verbreiten. Aber diese unabsichtlichen Mitwirkungen derer, die es gut meinen, die sind halt wirklich ein Problem im Moment. Du hast in einmal geschrieben, ich habe auf deiner Webseite geschaut, so ein bisschen gelesen, was da so dasteht. Und zu dem Thema hast du auch geschrieben, dass man eher Sachen umschreiben soll und nicht die Person benennen soll. Und da musste ich an Meryl Streep denken. Ich glaube, 2017 hat sie bei den Golden Globes eben das gemacht und über Trump gesprochen, ohne Trump zu erwähnen. Und jeder wusste genau, wen sie meint. Und ich dachte, wow, genial. Eigentlich müssen wir es genau so machen. Und ich hatte so die Hoffnung, dass diese Erkenntnis bei ganz vielen einsetzt, aber irgendwie hat es nie funktioniert. Weshalb nicht? Also es ist wirklich ganz merkwürdig, dass selbst Leute, die Geld damit verdienen, Medien-Digital-ExpertInnen zu sein, jeden dritten Tag wieder ihre Impulskontrolle vergessen und explizite Sachen machen. Oder auch in diesem Glauben, wenn man Screenshots benutzt, dass das dann quasi die Aufmerksamkeit nicht dieser Person oder diesem Phänomen zukommen lässt. Das ist halt einfach nicht wahr, weil die nächste Person, die irgendwas daran nicht versteht, googelt das wieder und bringt sozusagen den expliziten Begriff, den Namen, das Thema wieder ans Kreiseln. Das Umschreiben, ich finde das insofern
es ist nicht nur eine gute Idee, man will ja diese Entrüstung loswerden, das kennen wir ja alle, es ist ja ganz schwer, mit diesen Eindrücken klarzukommen und gar nicht drüber zu sprechen, aber dann sollte man das in Chats machen oder privat tun. Wenn man es öffentlich macht, ist es eigentlich sehr, sehr leicht, das Phänomen zu umschreiben, den Namen nicht zu nennen, den Kernbegriff nicht zu nennen, der in dieser Entrüstungswelle jetzt wieder stattfindet. Und dann muss man halt aushalten, dass ein paar Leute fragen werden, worüber redest du? Ich habe nichts mitgekriegt. Und dann sagt man halt, es wird nicht lange dauern, bis du das verstehst. Dann ist das auch eigentlich ganz lustig, es ist auch nicht arrogant. Und das, was Meryl Streep da machte, ich finde, dass das auch wirklich so im Sinne von Daten da ein großer Spaß ist, dass man da einen der wenigen Momente hat, wo man noch so was poetisch-kreatives tun kann innerhalb dieser Entrüstungswellen, dass man, also ich mache das fast wie so kleine Rätsel und die diese Aufregung schon mitbekommen haben, sind dann amüsiert und verstehen, was ich sage. Und die anderen fangen ab dem Moment an zu gucken, was könnte sie meinen. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz guter Weg für so eine Übergangszeit, bis die Leute sich wieder kontrollieren lernen, damit so kreativ umzugehen. Ich habe eine Frage, will ich noch dranhängen, weil ich versuche das tatsächlich also relativ häufig so zu machen, dass ich auch auf so eine Metaebene gehe und eher die Prozesse betrachte oder wie so Mechanismen und versuche das zu beschreiben. Die Erfahrung, die ich aber mache damit, ist, dass ganz häufig Menschen also projizieren und Dinge hineininterpretieren, die ich gar nicht so meine und ich eigentlich dann so viel Zeit investieren muss, um Dinge klarzustellen, dass fast schon anstrengend ist. Philipp meinte immer, ich müsste selber auf den Punkt bringen und nicht so viel und nicht auf diese Metaebene gehen. Hat man neulich das Gespräch. Deswegen die Frage an dich, was mache ich da verkehrt oder wie kann man das irgendwie umgehen? Also grundsätzlich muss man gar nicht immer darauf eingehen, wenn jemand replied und einen in die Pflicht setzen möchte, dass man es näher erklärt. Also ich habe für mich schon vor langer Zeit entschieden, dass beispielsweise Twitter, was ja als das große Debattiermedium gilt, Facebook ist ja eher schon so ewiges Abi-Treffen, aber dass man da halt eigentlich nur Anstöße, Denkanstöße geben kann und Sachen auf keinen Fall so richtig explizit oder ausdiskutieren kann. Es ist sehr, sehr gut, um so Debatten anzustoßen und die sollte man dann aber in einem geschützten Rahmen meiner Meinung nach fortführen, also auf Podien oder in Journalistinnengesprächen und solchen Geschichten. Keiner, egal wie gut man sich mit sozialen Netzwerken auskennt, niemand kann wirklich kontrollieren, was mit den eigenen Äußerungen passiert. Und deswegen ist es ganz gut, wenn man von vornherein sagt, sorry, aber ich diskutiere nicht auf Twitter, nehmt das und denkt drüber nach oder sagt einfach, das ist mir zu aufgeblasen, zu verstiegen, damit kann ich nichts anfangen. Aber ich habe ja nicht die Verantwortung. Also so, jeder macht in seinem Account die Regeln, aber niemand sollte die Illusion haben, dass er kontrollieren kann, was da passiert. Oder nehme ich das richtig wahr, dass du versuchst, mit deinen Accounts auch sowas wie eine Community aufzubauen, dass du sagst, das sind Menschen, die ähnlich denken, die ähnliche Ziele verfolgen und die verstehen dann, was ich meine und die können auch diese Strategien umsetzen und alle anderen, die können damit machen, was sie wollen. Ist das so ein bisschen dein Ziel, an Communities zu arbeiten? Also das wäre jetzt wieder so ein bisschen tragend sehe ich meine Rolle nicht. Und ehrlich gesagt sehe ich die Rolle von niemandem so tragend, sondern man sollte da eigentlich viel bescheidener rangehen. Und man merkt nach einer Weile, also ich habe eine Community, aber die ist nicht um mich herum gebildet, sondern in so Inseln mit ähnlich tickenden Leuten. Das ist natürlich schon klar, man merkt eine gewisse ähnliche Geisteshaltung. Ich habe vor einer Weile mal einen Tweet geschrieben, der ging so, dass eigentlich die gesellschaftliche Spaltung wird ja an allen möglichen Enden und Ecken verortet, aber meiner Ansicht nach ist die immer an der gleichen Stelle verlaufen, nur dass das jetzt uns als einfach komplett um die Ohren fliegt, dieses Menschen, die nur das Beste für sich und ihresgleichen wollen, also für ihre Leute, wie das ja dann auch immer so heißt, oder Menschen, die bereit sind, ihren Lifestyle auch ein bisschen down zu graden dafür, dass alle ein besseres Leben haben. Und die können im Augenblick überhaupt nicht mehr miteinander reden. Vielleicht haben sie das nie gekonnt. Nur, dass diejenigen, die so privilegiert denken und auch ihren Lifestyle nicht ändern wollen, früher nicht damit konfrontiert waren, dass diese anderen plötzlich auch eine Stimme haben und einfach unglaublich verärgert darüber sind und reagieren. Das ist ja eigentlich so ein bisschen jetzt auch die Geschichte mit den Trolls, dass man eigentlich mit Gewalt versucht, alte Verhältnisse in einem ganz neuen Raum, der auf eine schöne Weise neue Verhältnisse hervorzubringen begonnen hatte, wieder einzuziehen. Und da, du hast kürzlich zu einer Werbung, die viel kritisiert worden ist, geschrieben, dass es wie ein SEO-Ding sei, das auf maximale Aufregung hin
konzipiert worden ist. Liegt das in der Architektur? Du hast jetzt vorher gesagt, so Selbstdisziplin, man muss sich wie kontrollieren können. Aber ist es nicht auch so ein bisschen die Affordanz dieser Netzwerke, dass Aufmerksamkeit das ist, was Inhalte nach oben spült, was Sichtbarkeit verschafft, was vielleicht sogar auch ein großes Thema in deiner Arbeit, nämlich auch weiß, wer darf sprechen, wer darf nicht sprechen und wer halt viel Aufmerksamkeit bekommt, darf auch mehr sagen, wird auch mehr gehört. Muss man das auch technisch irgendwie hinkriegen, dass sich das ändert oder liegt das wirklich nur an individuellen Selbstdisziplin, Kontroll, Verhalten, dass sich das ändern kann oder verbessern kann? Also ich glaube, strukturell ist es jetzt im Moment unglaublich schwierig, es zu ändern. Also so, es kann eigentlich nur so ein Appell sein an so eine neue Form der performativen Aufklärung, dass man sich wirklich ein bisschen zusammenreißt jetzt bei den Leuten, die sich auskennen. Das sind ja, die haben ja schon relativ große Wirkung und Reichweite. Wenn die es schaffen würden, das zu machen, hier bei diesem speziellen Beispiel, das ich jetzt natürlich auch nicht inhaltlich erklären werde, was es war, klar. Aber es gibt ja dauernd so Werbung, wo man das Gefühl hat, was ist denn da passiert? War das ein Versehen? Hat da eine Person sabotiert oder hat man einfach eine rechte Person im Unternehmen, die ihre Funktion benutzt hat, oder ist es einfach komplette Guerilla-Marketing-Absicht gewesen? Jeder Aufmerksamkeit, man hat ja früher auch gesagt, auch schlechte PR ist gute PR. Und da ist schon was dran. Also man könnte ja einfach sagen, okay, ich verprelle eine bestimmte sehr aufmerksame Gruppe, die sich mit sozialen Werten identifiziert, amüsiere auf eine bestimmte Weise so mäßig, oh, das ist ja total krass, eine sehr große Gruppe, die ja sehr indifferent eigentlich draufblickt, und erfreue so richtig eine immer interessantere Käuferschaft, die Neurechte, die ja einfach von vielen sehr konservativen Unternehmen durchaus als eine neue Zielgruppe gerade entwickelt wird, auch von Medien. Das ist ein ganz schwieriges Thema, und zumal, also ich würde sagen, Leute, die nicht unmittelbar von dieser Art Diskriminierungswerbung betroffen sind, die müssten diese Impulskontrolle aufbringen und sich total zusammenreißen, das gerne an irgendwelche Medienbeobachterpersonen weitergeben, aber selber dazu jetzt nicht so explizit schreiben im Netz. Aber niemand darf den Betroffenen verbieten, darüber zu sprechen. Ob das jetzt performativ so vernünftig ist, also so, ob man sich dann nicht ins eigene Fleisch schneidet, wenn man diese Werbung groß macht, das kann man so als MedienbeobachterIn natürlich thematisieren, aber da gibt es einfach keine moralische Handhabe, zu sagen, bitte teilt das doch nicht. Ich verstehe ja, dass ihr euch aufregt, und also ich würde an eurer Stelle auch total wegklicken. Ich ticke ja schon weg, obwohl ich nicht direkt diskriminiert worden bin von dieser Werbung, aber das geht halt nicht. Und das ist halt so nochmal so eine größere Problematik. Die wiederum wäre überhaupt nicht so drastisch, wenn inzwischen Redaktionen vielfältig besetzt wären, und zwar richtig vielfältig, nicht nur ein paar weiße Frauen mehr, sondern ernsthaft vielfältig, weil dann gäbe es in allen medialen Bereichen Leute, die sich damit wirklich professionell auseinandersetzen könnten. Dann würden diese Sachen einfach so bearbeitet, dass sie nicht wieder unbeabsichtigt den falschen Leuten zuspielen würden. Aber da ist ja das Problem, dass halt immer kommt, dass man eine Person auf Color mal oder eine Transfrau zu irgendeinem Thema schreiben lässt, gern auch so ein bisschen aus der Opferperspektive, wenn sich es einrichten lässt, weil das schön emotionalisiert. Während es aber Leute, die in Redaktionen arbeiten würden, und da sind enorm viele Leute in allen betroffenen Gruppen, die totale journalistische Profis sind, dann hätte man diese Probleme. Also ich würde sagen, ja, die würden fast gegen Null gehen, weil man diese verständliche Art, sich zu äußern, nicht brauchen würde, weil man wäre repräsentiert. So hat man ja keinen anderen Ort als die sozialen Netzwerke. Und dass man damit die neue Rechte stärkt, ist sozusagen ein Nebeneffekt dessen, dass man sich dort überhaupt äußern darf. Und das ist eigentlich ziemlich schrecklich. Mhm. Wie machst du das als Verlegerin? Entschuldigung, Dejan, nur zu. Ja, ich würde tatsächlich bei der ganzen Sache, höre ich häufig immer das Argument, das finanzielle Argument. Also das heißt, also wir können ja diese Sache aus der Perspektive Verantwortung diskutieren. Und häufig wird genannt, dass die Verantwortung auch da ist, irgendwelche, dass Geld reinkommt und dass gewisse Dinge gemacht werden müssen, um Mechanismen zu bedienen, damit das Geld auch weiterhin reinkommt. Und jetzt ist für mich immer die Frage, wenn ich das mal höre, ich habe immer das Gefühl, da ist so ein Konflikt zwischen Verantwortung mit wirtschaftlicher Perspektive betrachtet und Verantwortung jetzt vielleicht moralisch, oder also individuell, aber auch gesellschaftlich.
Und ich hab immer den Eindruck, ich weiß es ja nicht, weil ich ja da nicht arbeite, dass das relativ stark auf diesen wirtschaftlichen, auf die wirtschaftliche Perspektive sich fokussiert und das andere so hinten ein bisschen unten runterfällt. Aber ich weiß nicht, findet da eine Debatte statt oder wie siehst du das? Naja, also es gibt immer schon im publizistischen Bereich eine sehr große Doppelmoral, würde ich mal sagen. Also so im Buchverlagswesen ist ja immer dieses, die hohe Literatur, die Leitkultur, Schiller, Goethe, bla bla, Kanon. Und auf der anderen Seite wird das Geld eigentlich mit Romans und Thrillern und so weiter verdient. Mit weiblichen, also mit LeserInnen wird das meiste Geld verdient. Die aber sind es ändert sich so allmählich, auf der anderen Seite der erfolgreichen Autoren und oder auch Verlagsleitung und so weiter, lange nicht in einem Prozentsatz vertreten, wie sie auf der sozusagen wirtschaftlichen, die Branche stützenden Seite zu finden sind. Und es ist nicht ganz unähnlich in den anderen Medien. Also vor allem, ich verstehe es auch gar nicht. Also für mich wäre zum Beispiel ganz klar, das ist eine konservative Zeitung. Es ist ja auch gar nicht so, es gibt ja im Netz immer so ein ganz komisches Phänomen, dass die Leute denken, wenn man einen Migrationshintergrund hat, müsste man automatisch links sein, weil man ja Diskriminierung erlebt. Also ganz klar, aber dass die besonders oft die weiße Antifa gefressen haben, weil die so gönnerhaft bevormundend über sie hinweggehen, ist ja, kann man ja an jeder Ecke sehen. Und gleichzeitig gibt es ja auch zum Beispiel ganz viele Leute, die in unternehmerischen Bereichen arbeiten, vielleicht dritte Generation Migration, die eisern CDU wählen seit zwei Generationen in Deutschland. Ich verstehe das nicht. Ich würde mir als eine konservative Zeitung eigentlich die heranziehen als eine neue Leserschaft und vielleicht doch auf die Nazis verzichten. Also diese ganzen wirtschaftlichen Argumente, es ist nicht so eindimensional, wie man sich das immer vorstellt. Und eine andere Geschichte ist auch noch, dass sich das oft verquickt mit, dass die Leute so ganz gute Absichten haben, aber einfach überhaupt nicht sehen können, was beispielsweise ich schon sehen kann, weil ich einfach in anderen Kreisen unterwegs bin und andere Leute noch viel deutlicher sehen, dass nämlich es einfach keine gute Idee ist, gesellschaftliche Repräsentationen über Themen abzuhandeln. Also diese ganzen, ich nenne jetzt mal das eine Beispiel, das Streitressort bei der Zeit beispielsweise. Mhm. Ich halte das für ein Wiederkaschieren vom eigentlichen Problem. Also da wird bestimmt eine Menge Geld ausgegeben, um tolle Ausgaben hinzubringen, was man vielleicht sinnvoller für ein Monatsgehalt einfach für eine weitere Kraft, die auf dem Redaktionsbild schon mal deutlich anders aussehen würde, ausgehen würde. Und ich glaube, das Problem ist an jeder Ecke. Und ich unterstelle da was, keinen bösen Willen, aber das ist auch so ein bisschen, ist so ähnlich wie in den Vorständen mit den weißen Männern. Man hat nicht so richtig, weiß man vielleicht gar nicht so auf der Oberfläche, aber man hat nicht so richtig Lust drauf, dass es vielleicht so ein bisschen unbehaglich wird, wenn man auf einmal nicht mehr so unter den Feuilleton-Fonds und so weiter ist, sondern da so andere Leute mit ganz anderen Geschichten, vielleicht mit Familiengeschichte, mit Trauma, und das könnte auch immer, da muss man immer aufpassen, was man sagt. Also ich stelle mir ziemlich stark vor, dass auch solche, auch wieder so Lifestyle-Ressentiments eine große Rolle spielen, ohne dass Leute sich die bewusst machen und eingestehen. Weil es gibt so unglaublich gute JournalistInnen inzwischen draußen, die eben nicht Johannes und Annika, wie ja immer die gemein genannten Namen in diesem Kontext sind, was auch ein bisschen fies ist, aber man weiß ja, was gemeint ist. Es wäre kein Problem, ich würde sagen, binnen eines halben Jahres die deutsche Medienlandschaft komplett umzukrempeln und damit ein erhebliches, praktisches, nicht nur ein Zeichen, sondern eine Maßnahme gegen den Rechtsruck zu setzen. Aber das ist halt immer nur Gelaber. Wir halten die Augen offen. Ja, wir müssen uns anders aufstellen. So ein bisschen wie bei der Klimadebatte. Bis 2035 haben wir kleine Sachen geändert. Das bringt es einfach nicht. Man kann sofort ändern, man muss sofort ändern, wenn man es ernst meint. Alles andere ist einfach Gelaber. Das ist ja auch bei den Verlagen sehr gut spürbar, wo man die Programme auszählen kann und dann einfach merkt, dass diese Diversität und diese Lippenbekenntnisse einfach nicht umgesetzt werden. Und das wäre ganz einfach, weil die Verlage können ja selber ihre Programme auch auszählen und merken dann, was da läuft. Wie machst denn du das bei deinem Verlag? Du schreibst ja ganz bewusst, du suchst dir eigentlich die Autorinnen aus, die du verlegen möchtest. Hast du da so Verfahren, wie du das machst, dass das ein diverses Programm wird, dass es so ausgeglichen ist? Wie gehst du da vor?
Also auch mein Programm ist lange nicht so divers, wie ich es möchte. Es ist natürlich im Verhältnis zu einem großen Verlag schon extrem zukunftsweisend und wird ja auch so wahrgenommen. Ist natürlich auch nicht sonderlich wirtschaftlich, muss man auch dazu sagen. Also die großen Verlage arbeiten ja sehr marketinggetrieben, ich nicht. Das ist eine ganz andere Art zu verlegen. Aber andererseits werden auch diese großen Verlage ja schon auch ganz schön subventioniert, sei es durch den Steuersatz, sei es auch durch irgendwelche Kulturförderprogramme und so weiter. Oder auch einfach durch das Image und dass die in den Schulen gelesen werden und so weiter. Und ich denke, da hat man einfach schon eine große Verantwortung auch. Es ist doch absurd, wenn man im Jahr 2020 in Klassen teilweise Bücher von Autoren liest, die einfach wirklich rein gar nichts mit der Lebenswelt der Menschen, die da in diesen Klassen sitzen, zu tun haben. Und auch das wäre sehr einfach zu ändern. Und auch da gibt es AutorInnen, die absolut auf einem literarischen Niveau schreiben, dass man es nicht nur verantworten könnte, sondern empfehlen muss, die im Unterricht zu lesen. Es betrifft einfach alle Bereiche. Ich glaube, ganz wenige Leute sitzen zu Hause da und sagen, ich habe einfach keinen Bock, was zu ändern, weil ich finde Goethe am besten, sondern das ist so unhinterfragtes Weitermachen. Und ich glaube, wenn man einfach mal zulassen würde, also was ich am Anfang sagte, das Problem mit dem Hybriden, wenn so alles in Bewegung ist, das ist manchmal schon auch ganz schön anstrengend und unbehaglich, weil man Probleme hat, einen festen Begriff zu finden oder auch mal ein letztes Wort zu einem Thema zu sprechen, was man ja früher immer so als das eigentlich so einen Ausdruck von Bildung empfunden hat, dass man sich so gut auskennt, dass man so definitive Sachen sagen kann. Und das ist im Moment fast nirgendwo seriös möglich. Und jeder will mitreden, jeder kann mitreden, jeder redet mit. Und die Leute, die sehr aufmerksam sprechen, haben im Moment fast Probleme noch zu sprechen, weil Kommunikation so noch instabiler geworden ist, als sie es jemals gewesen ist. Und das ist halt eine ganz schwierige Geschichte. Also bei mir ist es so, dass ich beispielsweise ganz viele AutorInnen nicht verlege, die ich gerne verlegen würde, wo ich dann eher meine Rolle im Off sehe, dass ich sage, geht zu einer Literaturagentur, versucht auf die und die Weise zu einem großen Verlag zu kommen, einfach weil ich keine Vorschüsse zahlen kann. Und so wie ich keine PraktikantInnen einstelle, weil ich einfach nicht zahlen kann und dieses Ausbeutungssystem nicht mittragen will, genauso verlege ich keine Leute, die nicht durch einen anderen Job abgesichert sind. Weil ich weiß einfach, dass wir nichts verdienen werden. Also nur, das passiert nur in absoluten Ausnahmefällen. Und deswegen kann ich das nicht verantworten. Jetzt hast du eine Sache angesprochen, die ich super, super spannend finde. Und zwar dieses Hybride und dass es eben so flexibel ist und nicht so abgeschlossen. Und falls jetzt manch einer sich fragen sollte, wieso reden wir über so viele Dinge, die jetzt gar nicht vielleicht zwingend oder für die jetzt sofort erkennbar mit der Kultur der Digitalität zu tun haben. Das sind genau die Sachen, die da reinfallen, weil es um kulturellen Wandel geht. Und ich finde es ja so spannend, wenn man auch verfolgt, was du so machst. Und das gleiche Problem haben mit Philipp, ich und andere auch, dass wir eigentlich jetzt Dinge tun, die jetzt gar nicht mehr so unserer Jobbeschreibung das zu tun haben. Aber wir das Gefühl haben, irgendwie ist es trotzdem notwendig. Und dieser Übergang von dieser Buchdruckkultur in diese andere neue Kultur und diesen Transformationsprozess, also wie du auch schon gesagt hast, dass beim bisher immer klar war, du hast halt wie so ein Buch, es hat einen Anfang, hat ein Ende und es ist zu und es ist abgeschlossen. Und das gibt es jetzt halt so nicht mehr. Und ich finde es so spannend, wenn man deine Arbeit zusieht, dass du eben da so experimentierst und versuchst auch so Sachen herauszufinden. Und ich fand jetzt eine Stelle spannend, wo du diese Unterscheidung gemacht hast zwischen E-Book und gedrucktem Buch. Kannst du vielleicht dazu noch mal ein bisschen was sagen? Also ich habe lange Zeit meine Rolle gesehen und das bereue ich ein bisschen. Ich habe so am Anfang gedacht, okay, ich bin Literaturwissenschaftlerin. Ich bin locker 10 Jahre jünger als die meisten Leute, die jetzt so in der Blogosphäre bekannt und hörbar geworden sind. Also habe ich eventuell nochmal eine andere Position, dass ich so das Beste aus der alten Zeit, ich verstehe genug von der neuen Zeit, dass ich das mit rüberbringen kann und vielleicht da ein bisschen Angst nehmen kann und da ein bisschen so dieses, ach, mit denen ist ja eh nichts mehr anzufangen. Also so diese ganze Boomer-Nummer und so war da ja noch gar nicht in Sicht, dass es mal so schlimm werden würde alles. Aber ich habe dann irgendwann so vor relativ kurzer Zeit gemerkt, nach nun fast 10 Jahren des Versuchens,
Es wollte überhaupt niemand, dass ich vermittle. Also die klassische Verlagsbranche, die also wirklich noch sehr statisch ist, mit einigen Ausnahmen, auch einige große Verlage haben sehr gut digitalisiert, andere halt sind schon verschwunden oder andere haben sich sehr schwer getan oder sind sehr spät gekommen. Da war keiner wirklich interessiert dran. Also man wird dann so ab und zu auf so eine Zukunftskonferenz eingeladen und da turnt man dann vor und danach sind alle wieder zufrieden, weil das war ja irgendwie so inspirierend und gehen zurück und machen alles wie bisher. Und also so das Kernproblem der etwas unbeweglichen Verlagsbranche, Deutschland ist ja eh so innovationslangsam immer, man tut sich so schwer und wartet immer noch mal ein paar Jahre länger als jedes andere Land auf der Welt und dann natürlich dann auf einmal alle Stiftung Warentest sagt und alle springen auf und dann ist es in einer Sekunde, wird alles umgesetzt. Das hat jetzt ein bisschen Corona für uns erledigt, was so für mich wirklich ganz, 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 ganz furchtbar alles ist, aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls war es so, dass man dann immer so Sätze hört, wir müssen jetzt im Verlag auch mal eine App machen. Und das finde ich total grotesk, solche Herangehensweisen. Also bei mir geht es immer andersrum. Ich habe eine Idee, ein Konzept und dann überlege ich, was ein gutes Medium oder Format dafür wäre. Deswegen bin ich weder ans Buch noch ans E-Book publizieren gewohnt. Ich publiziere auch sehr, sehr viel wirklich kostenlos online, also fast das meiste eigentlich meiner Arbeit. Und hab das irgendwie immer nicht verstanden, warum man so am Buch hängt. Also so, dass ich mich gar nicht an Bücher gewagt habe, anfangen hatte einfach finanzielle Gründe. Es war jetzt nicht so, ich bin ja am Anfang so Totengräberin unserer schönen Buchkultur genannt worden. Und das sind immer für mich total rätselhafte Zuschreibungen, weil nur weil ich keine Bücher veröffentliche, weil ich einfach keine reiche Erbin bin und On Demand damals noch nicht so entwickelt war, heißt es doch nicht, dass ich was gegen Bücher habe. Also ich verstehe immer nicht, warum es so ein Entweder-Oder-Denken ist. Und das könnte man theoretisch sehr gut von den meisten Jüngeren lernen. Also so die meisten Entscheider haben ja Familien und Kinder zu Hause und könnten ja einfach da mal hingucken und nicht nur denken, dass sie schreckliche Ego-Shooter spielen und die Welt untergeht, sondern einfach von diesem Fließen zwischen den Medien und dem Online-Sein und dem physisch-realen Nebeneinandersitzen, während man mit anderen Leuten online ist. Das fand ich von Anfang an total anziehend und auch naheliegend, dass sich einfach nicht eine virtuelle, digital-virtuelle Welt als Gegensatz zur physisch-realen etabliert, sondern dass wirklich die Grenzen von Zeit und Raum sich verändert haben. Also ich finde, im Digitalen sind Zeit und Raum einfach instabiler, aber gleichzeitig auch viel dehnbarer. Und wir wissen alle, das kann total nach hinten losgehen, wenn man es übertreibt mit den Aufenthaltszeiten in diesem Raum. Aber grundsätzlich ist es erstmal was total Tolles und vor allem Neutrales. Also das ist immer so. Ja, Christiane, wir haben kurz einen Unterbruch gehabt und jetzt du hast noch über das Lesen und über sich bewegen in digitalen Welten gesprochen, auch aus der Perspektive von Kindern. Du hast kürzlich auch darüber geschrieben, wie geht man damit um, wenn die eigenen Kinder nicht so gern lesen, wie man selber gelesen hat in diesem Alter, wie man selber auch noch liest. Wie würdest du das angehen so für Eltern, die sich darüber Gedanken machen, was wären deine Hinweise für in diesem Fall? Also ich glaube schon, dass es weiterhin eine gute Idee ist, jungen Menschen zu ermöglichen, auch Bücher zu lesen, eventuell auch E-Books zu lesen, wobei, glaube ich, sehr, sehr wenige Kinder und Jugendliche E-Books lesen. Das ist ja tatsächlich eher ein Seniorenmedium oder ein Spezialistinnenmedium geworden. Aber was ich Eltern unbedingt nehmen möchte, ist dieses stetige schlechte Gewissen und auch diese totale Frustration, wenn es ihnen nicht gelingt, obwohl sie ab und zu versuchen oder vielleicht sogar regelmäßig Kinder daran zu bringen. Also ich habe das ja da auf Twitter geschrieben. Ich habe meinen Kindern vorgelesen, jetzt auch wie mit vielen Dingen nicht so ambitioniert, wie man sich das immer vorher vorstellt, wie toll man alles machen wird. Aber ich habe denen schon relativ viel vorgelesen. Und eines meiner Kinder hat sehr früh und sehr intensiv gelesen und dann trotzdem mit 15 komplett nur zum Zocken umgeschaltet, während das andere Kind wirklich kategorisch einfach gar nicht gelesen hat. Und ich muss sagen, ich habe relativ schnell hingenommen, dass meine Kinder das Recht haben, einfach komplett andere Persönlichkeiten als ich zu sein und fand es nicht weder beleidigend noch besorgniserregend. Also und habe ja auch sehr früh schon darüber geschrieben, dass man einfach zwischen diesem guten und schlechten Lesen nicht unterscheiden sollte, was auch wieder so ein
Oldschool-Ding ist, dass man wirklich tatsächlich, da kann man ganz wirklich fürchterliche Szenen erleben, wie so Leute anderen applaudieren, weil die Kinder haben, die mit einem Buch quasi gesehen werden. Das finde ich wirklich, also wirklich für alle Beteiligten belastend und beleidigend und für all diejenigen, die dann Kinder haben, die halt nicht so gerne lesen, die dann immer denken, was mache ich nur falsch? Sind wir so schlechte Vorbilder oder was ist schiefgegangen? Das ist halt einfach totaler Unsinn. Ich weiß gar nicht, wir können das im Moment absolut noch nicht einschätzen, wie diese Zeit später wahrgenommen werden wird. Vielleicht wird man das total lustig finden, wie Leute noch versucht haben, Menschen zum Bücherlesen zu bringen. Natürlich gibt es diese Kognitionsforschung, die sagt, es macht ganz wichtige, großartige Sachen mit dem menschlichen Gehirn, wenn man Bücher liest. Und ich glaube das auch. Aber es kann einfach sein, dass wir gerade eine gesamtmenschheitsgeschichtliche, kulturelle Umbewegung erleben. Und vielleicht haben die Steinzeitmenschen auch ein paar Sachen gegessen, die total gesund waren und die seither aus der Mode gekommen sind oder jetzt wieder mit komischen Paleo-Diäten re-eingeführt werden. Ich glaube einfach, man kann manchmal auch das auch so ein bisschen so wieder wie mit dieser Impulskontrolle, die man, obwohl man es so genau weiß, nicht immer aufbringt. Das ist müßig. Natürlich ist es total toll, wenn man Bücher liest fürs Gehirn, aber wenn es einfach fast alle nicht machen wollen, dann sollte man vielleicht lieber gucken, wie man Lehrpläne, Bildungsinhalte schafft, die etwas mit der Lebensrealität von Menschen im Jahr 2020 zu tun haben. Und trotzdem, also was hat man davon, wenn die meisten Menschen ausgeschlossen werden vom Angebot? Ja. Also so. Ich fand es schon ein bisschen bestürzend, dass meine Kinder eigentlich nochmal auf die gleiche Weise Schule erlebt haben, wie ich auch, mit ein paar ambitionierten Lehrkräften, die einen wirklich für was entflammen können und ansonsten so einfach Zeit verstreicht, man kommt schon irgendwie durch und dann irgendwann ist die Schule vorbei. Also da habe ich, verstehe nicht, warum nicht viel mehr online unterrichtet wird, warum das erst jetzt so als Video vom Dachboden der Lehrerin, wo dann der Bundespräsident anruft, weil die so schöne Videos macht, passiert. Warum das halt nicht so ein Standard ist. Nicht ein kompletter Ersatz für die analoge Schule, sondern einfach ein Teil des Unterrichts, wo man halt auch ein spezielles, also so wie man sich bisher im Studium erst spezialisiert, würde ich zum Beispiel denken, dass es total toll wäre, wenn man in der Schule schon konkrete Interessen entwickeln kann durch speziellen Online-Unterricht, den dann halt nicht 35 Kinder oder Jugendliche mitmachen müssen. All solche Geschichten. Also ja, ich bin Entschuldigung. Ja. Ich bin Deutschlehrer und musste mich da kurz, vor so einem Jahr hatte ich wirklich so diese Erleuchtung, dass ich gemerkt habe, die lesen einfach nicht mehr alle und ich kann die jetzt entweder ganz hart dazu zwingen mit irgendwelchen Drill-Bootcamps oder ich kann mich einfach darauf einlassen, dass es nicht ihre Realität ist und das hat schon viel in Bewegung gesetzt, wenn ich einfach, wie sie auch machen lasse, vielleicht mal Hörbuch hören oder andere Zugänge zur Kultur, einfach den Anspruch habe, ich vermittle Kultur oder wir unterhalten uns über Kultur und nicht einfach, ich muss die irgendwie zum Lesen bringen, weil das ganz viele schlechte Gefühle auf allen Seiten irgendwie verursacht, wenn man sich so unter Druck. Ja. Also, oder auch einfach, dass man sagt, wir verlangen von euch einfach pro halbes Jahr, dass ihr ein Buch lest und wir wissen, den einen macht Spaß, den anderen nicht, aber die anderen mögen auch Mathe und die anderen wieder nicht. Ja. Dass man aber nicht so tut, wenn du einer von denen bist oder eine von denen bist, die dieses Buch eigentlich nicht lesen würde, wenn es nicht gerade im Unterricht vorkäme, dass man sich dann nicht so minderbemittelt vorkommt. Das ist halt wirklich, finde ich, dramatisch falsch. Und also ich habe, das ist ein Gedanke, der ist bestimmt, das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, ich bin keine Pädagogin, aber schätze mal, das haben schon Leute theoretisiert, dieses, wenn man zum Beispiel nicht über Literatur sprechen würde und einfach immer über diese dann doch noch Hochkultur und die nachgeschobene Popkultur ist ja auch wieder eine neue Hochkultur geworden, also die auch wieder nur bestimmte Leute, weil sehr viel Diskurs drin hat teilweise und so weiter. Wenn man zum Beispiel nur über das Erzählen sprechen würde, dann könnte man ganz, 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 ganz anders ansprechen. Und dann werden auf einmal die Leute, die viel gespielt haben und die sehr kreativ gespielt haben, könnten vielleicht total glänzen im Unterricht, die sonst immer die sind, die nicht lesen. Die könnten auf einmal was beitragen. Also oft ist es nur, muss man gar nicht so wirklich was ändern, sondern nur einen anderen Blickwinkel einnehmen. Und dann würde vieles leichter werden. Mit Blick auf die Zeit würde ich jetzt die entscheidende letzte Frage stellen.
Und zwar, du bist ja jemand, die nicht nur viel über den kulturellen Wandel weiß und spricht, sondern du stehst ja für ihn. Wenn wir jetzt aber Leuten empfehlen wollen würden, woher du deine Inspiration beziehst, welche Bücher, welche Menschen würdest du da empfehlen? Ach du je. Ich glaube, das kann ich jetzt wirklich überhaupt nicht so mit einem, also so ein Buch, was mich total zum Umdenken gebracht hat, war von, also Sister Outsider von Audre Lorde. Das ist ein ganz unglaubliches Buch. Überhaupt, mein großer Schmerz liegt wirklich darin, dass mir erst vor ungefähr 10 Jahren aufgefallen ist, dass ich mein ganzes Leben lang fast keine Autorinnen gelesen habe. Das passiert, glaube ich, Leuten, die jünger sind heute nicht mehr, auch nicht mehr in der Schule, auch nicht mehr im Studium. Und so ähnlich kann man das jetzt auch mit anderen Gruppen sehen. Also ich glaube, wirklich dieses mit offenen Augen soziale Netzwerke besuchen und selbst wenn es mal ein bisschen härter im Ton wird und so weiter, einfach den Leuten zuhören. Da kommen dauernd so unglaublich gute Empfehlungen. Also ich beziehe inzwischen 95% dessen, was ich lese, wirklich von Twitter-Empfehlungen und so weiter, nicht mehr aus Zeitungsempfehlungen. Also was danke sehr. Hashtag, tolles Hashtag zum Beispiel ist Vielfalt durch Lesen. Also da haben einzelne Personen, gibt es auch so BotschafterInnen, habe ich auch ein Buch von Ruth Klüger zum Beispiel empfohlen, wo man ein Buch, was man selber als demokratiestärkend und als wesentlich für so einen offenen Blick für gesellschaftliche Vielfalt ansieht. Also das ist eine sehr tolle Aktion gewesen. Da kann man zum Beispiel ganz tolle Bücher finden. Super. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für all das, was wir von dir lernen konnten. Wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat und danke sehr. Ich danke euch sehr. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.